Guten Morgen, ich werde euch heute zeigen, wie man einen Badezusatz komplett selber macht. Der Badezusatz ist schaumig, das heißt, ihr habt genug Schaum, er riecht geil und ist halt natürlich vegan und ja, komplett ohne irgendwelche chemischen, naja, ich weiß nicht, ob das ein chemischer Zusatzstoff ist, aber wenn, dann maximal deinen chemischen Zusatzstoff. Ich weiß nämlich nicht genau, was das ist, ich weiß nur, dass es vegan ist, aber was das genau ist, weiß ich nicht. Es handelt sich um Betain. Das kaufe ich in so einem 5-Liter-Eimer. Ich kann euch das mal zeigen hier. Also Betain, das ist das Zeug hier. Ja, also mildes universales Waschtensid. Betain. Ja, also vielleicht ist es doch Chemie, aber auf jeden Fall ist das das Einzige und ja, wird zumindest nicht als schädlich angezeigt bei Codecheck. Und ja, und ich sage euch jetzt, wie ich das mache und es ist halt total einfach und das Schöne ist, ihr könnt halt jeden Tag ein anderes Bad nehmen oder alle 3-4 Tage, je nachdem wie oft ihr badet. Und ja, es ist halt immer schaumig, es riecht immer nach was ihr gerade wollt und es ist einfach total geil. Ihr braucht halt nie wieder irgendwas anderes außer dieses Betain, weil Natron habt ihr. Ah, ich zeige euch einfach, wie es geht. Ab geht's. So, die Ente wartet schon drauf, dass es losgeht. Also, ist tatsächlich so, ihr braucht halt nur Betain. Da macht ein Schluck rein. Schwapp. So, ein Schwapp Betain. Dann greift ihr einmal herzhaft in das Natron. Natron habt ja wahrscheinlich jeder im Haushalt. Ich habe mal ein Video gemacht, das ist absolutes Universalmittel. Da gibt es 65 Einsatzmittel im Haushalt. Ist halt Wahnsinn. Ist echt totaler Wahnsinn, was das Natron alles kann. Ihr könnt das sogar essen. So, und jetzt macht ihr das, was ihr rein, was ihr für ein Bad haben wollt, das macht ihr rein. Und in dem Fall ist das scheiß Kindersicherung. Ah, Kindersicherung mit einem ist halt echt tough. Also nichts, ich klemme euch mal hier so. 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 Ja, die Pflanze. Ja, das ist schön. Das ist. Die hat leider keinen Kopf mehr, weil ich habe die mal transportiert von einem zum anderen Raum. Und ja, da ist der Kopf abgefallen und deswegen habe ich hier so. So müsste das jetzt eigentlich sein. So. Und dann merkt man fast gar nicht mehr, dass die keinen Kopf mehr hat. Naja, wie dem auch sei. Auf jeden Fall habe ich jetzt den Verschluss aufgedreht und ich habe mich jetzt mal für Eukalyptus entschieden. Und dann, also es reichen ungefähr so 10 bis 15 Tropfen und genau. Ja. Ui, naja, das war vielleicht ein bisschen viel, aber ja, wird halt ein besonders intensives Bad. Genau, wo ihr Öle kaufen könnt, wisst ihr selber. Also jeder hat ja seine anderen Bezugsquellen. Ich kaufe, wie fast alles, eigentlich bei Amazon. Und ja, das ist jetzt hier Lavita Eukalyptus. Wir sind relativ preisgünstig. So. Und wenn man das gemacht hat, dann rührt man alles zusammen. Wie gesagt, diese drei Sachen. Einmal Betain, einmal Natron und das Öl. Und das war's. Und wenn ihr das dann, ich werde euch das gleich zeigen. So. Und dann macht ihr, lasst ihr die Wanne ein. Man nimmt den Hebel und tut ihn nach oben. Tutorial. Wann einer. So. Und dann tut ihr das Zeug, was ihr hier angerührt habt, einfach reinkippen. Bitte aufspülen. So. Und ihr seht, geht sofort los. Ideale Badetemperatur ist bei mir 41,2 Grad. Ich liebe es heiß. Und ja, ihr habt Schaum, ihr habt einen geilen Geruch, ihr habt null Chemie. Und es ist auch total preiswert, weil das Betain, das Natron, das hält ewig. Ich habe das jetzt schon seit 2-3 Jahren und das hält ewig und das ist nicht mal so teuer. Und die ätherischen Öle, da müsst ihr auch nicht viel reinmachen. Und zumal ihr, ich schwenke mal wieder um, zumal ihr natürlich die ätherischen Öle auch nutzen könnt für euren Aromadiffusor. Ihr könnt das nutzen für Aromatherapie, zum Beispiel nehme ich Lavendelöl und reibe es mir hinter das Ohr, bevor ich einschlafe, kann ich viel besser einschlafen. Ich nutze halt auch Orange oder Zitrone, wenn ich tue das in die Hände einmassieren und rieche dann dran, wenn ich mich einfach besser fühlen möchte. Also da gibt es so einiges, wofür man Öl verwenden kann. Und einfach einen Badezusatz selber machen, also ich finde, das ist der absolute Standard. Bevor man sich irgendwelchen Scheiß holt mit tausenden von Inhaltsstoffen, also ja, Betain, Natron und ätherisches Öl. Und
Man kann, wenn man Cleopatra ist oder heißt, dann kann man natürlich auch noch Kakaopuder vorher im Topf erwärmen und das so drauf machen. Habe ich früher mal gemacht, aber echt drauf geschissen. Das kann man natürlich noch machen. Man kann auch echten Kakao reinmachen. Man kann ja irgendwelche Milch noch reinmachen oder Rosenblätter oder was auch immer. Ja, aber die drei Sachen reichen vollkommen aus. Und ich hoffe, ihr könnt damit das anfangen. Probiert es aus. Es ist wirklich ganz, ganz einfach. Und das Natron könnt ihr immer verwenden. Die aromatischen Öle, die könnt ihr auch für andere Sachen verwenden, das heißt, es ist nicht nur fürs Bad, nur das Betain, das habt ihr tatsächlich nur für das Bad, aber ja, das ist halt das eine. Aber finde ich total klasse, den Tipp wollte ich unbedingt mit euch teilen. Ich dächte zwar, ich habe das schon mal geteilt, aber bei knapp 2000 Videos weiß ich nicht mehr, wo das ist und deswegen der Tipp für euch. Sagen, wie ihr das gefunden habt und vielleicht habt ihr noch eine andere Möglichkeit, ja, einen eigenen Badezusatz zu kreieren. Und ja, möchtet ihr das auch teilen? Der Platz unten in den Kommentaren für euch reserviert. Ich gehe jetzt baden. Macht's gut, bis morgen. Ich habe jetzt ganz kurz nochmal im Internet recherchiert, was das Betain eigentlich ist. Ich habe das irgendwie noch nie in Frage gestellt. Aber ganz gut, wenn man so ein Video macht. Und also ich habe irgendwie gesehen, dass das sogar als Vitamin verkauft wird, als irgendwie Aminosäurederivat, dass das gesund sein soll, dass das Herz-Kreislauf schützen soll. Naja. Weiß ich nicht, also vielleicht wisst ihr da mehr über Betaine, aber das wäre natürlich mega, wenn das Betain jetzt tatsächlich noch was Gesundes ist und ich es essen kann, dann kann ich ja quasi, kann ich ja mein Bad essen, da kann ich ja den Schaum essen, weil ich kann ja das Öl essen, ich kann Natron essen und ich kann Betain essen und scheinbar auch noch gesund. Ja, wäre fantastisch, aber schaut doch, ihr kriegt das bestimmt raus, Betain, das ist jetzt euer Auftrag, den ich euch gebe, kriegt raus, ob das Betain, ob das tatsächlich was Gesundes ist. Und das wäre so der Hammer. Das wäre absolut der Hammer. Ein gesundes, vielleicht nenne ich das Video auch das gesündeste whatever. Aber da müsste ich selber noch mit Betain rausgucken. Aber nee, ich überlasse das euch. Ich gehe jetzt erstmal Zähne putzen und dann in die Wanne. Ja, bin sehr, sehr gespannt auf die Kommentare.